Wie ihr hinter mir sehen könnt, hat sich der Platz deutlich gefüllt. Heute Morgen, als wir mit Marktleiterin Katrin Krumbach unterwegs waren, war es noch nicht so voll hier. Wir haben sie in den letzten Minuten vor der offiziellen Eröffnung von Pützchens Markt begleitet. Man könnte meinen, es wäre total stressig und es wäre noch vieles zu tun gewesen, aber sie war tiefenentspannt. Denn in den letzten Minuten war vor allem Händeschütteln mit den Schaustellern angesagt. Alles Gute, aber wir sehen uns noch. Ja, das gehört auch zu Ihren Aufgaben dazu, ne? Genau, das werde ich auch gleich, während ich auf den Festzug warte, versuchen, mit möglichst vielen Ständen zu erreichen, damit auch wirklich alle das Gefühl haben, dass sie hier willkommen sind. Also nicht nur das Gefühl haben, denn sie sind willkommen und wir freuen uns, dass so viele Schausteller immer gerne nach Bonn kommen. Und ich denke auch, dass unsere rheinische Herzlichkeit einiges dazu beiträgt. Wer ist der nächste Sieger? Ich habe nämlich gerade gesagt, das ist ja meins, Losbuden, ich liebe sie. Hier ist eigentlich der Chef vom Ganzen. Sie hat gerade erzählt, dass sie so gern Lose zieht. Kriegt sie denn auch mal das eine oder andere Los hier vielleicht zugesteckt, um ihre Gewinnchance zu erhöhen? Nein, nein, sowas machen wir nicht. Aber ich glaube, mit der Oma war sie immer gerne Lose spielen, ne? Hatte ich so im Ohr, ne? Ja, genau. Ja. Ich habe es letztes Jahr schon erzählt, weil es wirklich meine große Liebe ist, Lose zu ziehen. Und ich bedauere sehr, dass Losbuden immer so ein bisschen rückläufig sind. So, in wenigen Minuten kann man schon sagen, geht's jetzt los. Was sind noch so die letzten Handschläge, die jetzt hier noch so getan werden müssen? Ja, der erste Tag oder von Pützchens Markt ist immer noch ziemlich stressig, besonders für die Kollegen vom Marktamt. Da ist noch einiges zu tun. Wir sind ja jetzt von unserer Halle in die Marktschule umgezogen, haben da Quartier bezogen. Und von da aus geht es natürlich dann morgens, die Standnummern werden verteilt, weil dann auch wirklich erst alle da sind. Die sind ganz wichtig, weil man ja auch dann gucken muss, wenn irgendein Notfall ist, dann werden die Standnummern auch der Feuerwehr und der Polizei durchgegeben. Dann wird natürlich überall nach dem Rechten gekommen. Viele Schausteller haben immer noch eine Frage, die letzten Bauabnahmen laufen. Da sind wir auch immer im Hintergrund sehr bemüht zu unterstützen. Aufgrund der Wetterprognose bin ich total optimistisch. Das wird wahrscheinlich ein Rekordpüsschensmarkt. Und alle sind auch hochmotiviert und freuen sich total. Ansonsten, der Platz füllt sich schon. Wir warten ja jetzt gleich auch auf den Festzug. Ich werde ihn selber hier vorne am Riesenrad gleich schauen. Und dann gucken wir, was der Tag so bringt. Sind Sie aufgeregt? Sie waren ja jetzt letztes Jahr das erste Mal in der Funktion als Marktleiterin. Wie ist es in diesem Jahr? Also natürlich ein bisschen Aufregung gehört dazu. Es darf ja keine Routine werden. Und dadurch, dass auch noch so viel neu ist, Aufregung wäre zu viel gesagt, aber so ein positives Adrenalin. Jetzt sind wir kurz vorm Start. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Markthalle. Gleich findet die Eröffnung statt und dafür möchte ich mich nochmal umziehen. Dann begleiten wir Sie doch auch dahin. Was trägt man denn auf so einer Eröffnung eines Pützchensmarkts? Ich glaube, das ist grundsätzlich frei und beliebig. Also der eine oder andere wird sicherlich heute in Tracht kommen, die Boilervereine auch in ihren Vereinsuniformen. Aber ich habe mir schon die ganze Woche 4 Kleider im Kleiderschrank zurechtgelegt, wovon eins nägelnagelneu war für diesen Anlass. Aber danach habe ich doch gedacht, in Schwarz auf die Eröffnung von Bayernzelt und von Pützchensmarkt zu gehen, ist vielleicht doch nicht so gut. Dann sind wir mal gespannt, was es jetzt wird. Geworfen. Jetzt geht's los, oder? Ja, jetzt ist ja gleich auch ein großer Moment. Der Festumzug ist sicherlich schon losgegangen und ich fange jetzt gleich meine Runde an, indem ich die Schausteller begrüße und dann nach dem Ende des Festzugs werde ich mich auch in Bayernzelt einfinden. Dann steht der Eröffnung vom Pützchensmarkt 2023 nichts mehr im Wege. Und ich wünsche allen viel Spaß.